So, wir sind jetzt gerade in den Everglades und machen jetzt eine Airboat-Tour, ein paar Krokus gucken. Das haben wir schon mal gemacht und das war hier ganz gut, deswegen machen wir das jetzt hier nochmal. So, wie ihr seht, ich bin gerade im Auto. Wir waren eben noch, habt ihr glaube ich gesehen, wie hieß es noch gleich? Ich habe den Namen vergessen. Wynwood Park, genau. Habt ihr aber glaube ich das Schild gelesen. Fand ich echt schön, da gab es echt schöne Wandgemälde, sage ich mal. Oder Sprays war es ja, also Spray Art. Und war echt cool. Also es ist recht klein gewesen, aber ich finde es war auf jeden Fall mal schön zu sehen. Wenn man sich für Kunst auf jeden Fall interessiert, war echt cool. Und was ich nur sagen wollte zur Airboat-Tour, also war richtig geil und das haben wir ja schon mal gemacht. Allerdings war es, glaube ich, diesmal ein bisschen länger und ich mache mal gerade Fenster zu, sonst versteht ihr mich nicht. Und es war halt richtig cool. Ich habe ein ausgewachsenes Wildleben, das Krokodil gestreichelt. Es war so süß. Ich hatte erst ein bisschen Schiss, weil es seinen Mund einmal auf hatte, aber es war okay. Es war echt super süß und ja.
hat sich auf jeden Fall gelohnt, endlich mal ein großes Krokodil zu streicheln. Ein echtes, ein lebendes. Es war ja kein Krokodil, es sind ja hier Dings Alligatoren. Ich weiß zwar nicht genau, wo der Unterschied besteht, aber ist mir auch eigentlich egal. Ich glaube, Krokodile sind irgendwie grüner, aber ich bin mir nicht sicher. Grün jetzt auch nicht, aber ja, ihr wisst gar nicht, was ich meine. Ja, war auf jeden Fall richtig cool. Und jetzt geht's zum Hotel. Ich bin so verschwitzt, es ist so extrem heiß. Sind seit heute Morgen unterwegs und ich möchte jetzt einfach nur unter die Dusche. Oh, ich bin so fertig, ehrlich. Und dann möchte ich euch eventuell gleich noch, bevor ich unter die Dusche gehe, ich weiß noch nicht, noch meinen restlichen Haul zeigen. Alles, was ich jetzt seit dem letzten Mal gekauft habe. Und auch die Klamotten, die werde ich euch aber nicht angezogen zeigen, weil das wäre mir zu anstrengend jetzt, um ehrlich zu sein. Ich würde euch die einfach gleich mit zeigen. Also bis gleich. So, ich habe euch jetzt mal hier abgestellt. Ich habe gerade keinen besseren Platz gefunden. Ich wollte hier noch kurz zeigen, was ich so gekauft habe. Und das mache ich jetzt, dann kann ich endlich duschen gehen. Juhu. An Schminke habe ich nicht mehr so viel gekauft. Das zeige ich euch ganz kurz. Das ist von NYX. Da gab es einen NYX-Store. Den gibt es ja so in Deutschland jetzt, glaube ich, erst nur in Köln. Hat, glaube ich, gerade erst einer eröffnet. Da habe ich diese Foundation hier gefunden. Das ist so eine Drop Foundation. Total Control Drop Foundation steht da einfach nur drauf. Die ist mega hell und deckt richtig gut. Also ich habe sie jetzt einmal getestet, aber bisher finde ich die schon ganz gut. Und dann habe ich hier einmal ein Pigment gekauft in der Farbe 22. Das sieht so aus, ist so kupferfarben, würde ich sagen. Finde ich sehr hübsch. Und dann einmal ein Glitter, Face and Body Glitter Brilliance in der Farbe 11. So sieht es, kann man echt schlecht gerade sehen. Das ist so ein lila und schimmert in ganz vielen Farben, also richtig schön. Und dann das Beste, zwei Highlighter. Wenn ihr die mal findet, kauft euch die. Die sind wundervoll, also wirklich. Duochrome Highlighter sind das. Also dieser hier, dieser weiße, der schimmert halt so ein bisschen weiß-bläulich. Und dieser rosa hier so rosa-lila. Das sieht richtig, richtig geil aus. Hatte ich auch bei WrestleMania diesen hier drauf. Also sah richtig, richtig schön aus. Dann mache ich mal erst weiter mit den Klamotten, glaube ich. Wie gesagt, ich zeige euch die nicht angezogen. Da sind jetzt auch Sachen bei, die habe ich schon getragen. Also die zeige ich euch nicht, nämlich Unterwäsche hier. habe ich zwei BHs gekauft, einfach schwarz und weiß, weil ich brauchte einfach neue. Und ein Slip habe ich noch. Aber das ist jetzt unwichtig. Ich mache mal weiter. Ansonsten habe ich eigentlich fast nur Sportsachen gekauft, tatsächlich. Ich fange mal an mit Pink, weil da habe ich nur eine Sache gekauft. Also ist ja die Untermarke mit von Victoria's Secret, sage ich mal. Und da habe ich einmal diesen Sport-BH hier gekauft. Den fand ich super schön. Einfach dieses Hellblau. Richtig, richtig hübsch. Und der hat halt so einen richtig schönen Rückenausschnitt. Ich liebe das bei Sport-BHs, wenn die einen schönen Rücken haben. Deswegen habe ich mir einmal den mitgenommen. Finde ich richtig toll. Dann war ich bei Victoria's Secret, auch dort nur, also außer hier, da habe ich ja gesagt, noch ein bisschen Unterwäsche, aber ansonsten nur Sportsachen gekauft. Und zwar einmal hier so eine kurze Sporthose, weil ich bisher noch keine habe und die sieht richtig gut aus, sitzt richtig schön eng. Ja, also nichts Spektakuläres, aber fand ich halt ganz hübsch. Dann weiter geht's mit Sport-BHs. Da habe ich einmal noch diesen hier gefunden, der hat hier vorne halt so einen richtig schönen Ausschnitt. Das habe ich auch noch gar nicht, deswegen. Und hinten ist der einfach so überkreuzt. Aber ja, der Ausschnitt ist richtig schön und ich habe halt nicht so viele Sport-BHs und auch nur so zwei günstige. Deswegen habe ich mir mal ein paar gegönnt. Und hier noch einer, der auch ziemlich ähnlich ist. Und zwar auch wieder vorne einen schönen Ausschnitt und hinten auch überkreuzt. Und da ist auch noch so ein Band. Ich kann das gerade schlecht zeigen. Aber ja, einmal noch in der Farbe. Das waren meine Sport-BHs. Dann habe ich mir gekauft eine Seattle Seahawks Cappy. Ja. Musste sein, weil ich bin ja Fan von den Seattle Seahawks und da habe ich die gesehen und fand die sehr hübsch, da musste ich sie mitnehmen. Dann bei WrestleMania habe ich noch was für meinen Bruder gekauft, weil ich eine sehr, sehr nette Schwester bin. habe ich für meinen Bruder ein Dean Ambrose T-Shirt gekauft. Ja, ich hoffe, er wollte sich darüber freuen. Habe ich mal an ihn gedacht. Ich hätte mir natürlich auch noch eins kaufen können, aber ich hatte nicht mehr so viel Geld. Dann noch zwei richtige Klamotten, die ich mir bei Forever 21 gekauft habe. Und zwar einmal hier so eine Bluse, Hemd-mäßig so. Ist ganz schick, ist hinten ein bisschen länger, was mir gut gefällt. Ist jetzt voll zerknittert, kann ich jetzt hier natürlich nicht mehr anziehen, aber dann zu Hause mal. Und das habe ich auch noch bei Forever 21 gekauft, wenn ich gerade weiß, wie es richtig gehört. Stopp. Ja, so. So ein Crop-Top, also schön bauchfrei. Und dann kann man das so schön unter den Schultern tragen, also dass die Schultern rausgucken und ich finde das richtig, richtig schön. Gefällt mir richtig gut und dann habe ich noch ein bisschen was geshoppt in irgendeinem Laden in Miami und zwar einmal dieses wunderschöne Bild habe ich mir gekauft. Also ich finde das richtig schön, weil in meiner Wohnung möchte ich sehr viel in so Rose Gold Farben haben, also die Lampen zum Beispiel gerne in Rose Gold und dann habe ich dieses Bild gesehen mit diesem Glitzern. Ich finde es so schön und da steht da drauf, True Fans are the sparkle in our lives und das finde ich halt richtig schön.
das habe ich gekauft. Dann habe ich hier so ein Kettenset gekauft. Ein Teil davon wird verschenkt und diese oberen hier behalte ich. Und dann habe ich ansonsten noch dreimal dieselben Ohrringe gekauft. Die gleichen, eher gesagt, die gleichen Ohrringe. Und ich zeige euch mal mein Paar. Das sind so kleine Herzchen mit so Steinen. Und ja, da habe ich zwei Freundinnen auch noch welche von mitgebracht, weil ich die super, super schön finde. Und ja, da habe ich auch an meine Freundinnen gedacht und denen was Schönes mitgebracht. Ansonsten habe ich auch noch ein bisschen anderes für meine Freundinnen gekauft. Aber das werden die dann sehen, das möchte ich jetzt nicht vorher zeigen, weil ich weiß, zum Beispiel, dass Tabea mein Video geguckt und ich weiß, dass Laura und Jana vielleicht auch, ich habe keine Ahnung, Jana auch, glaube ich schon. Und ja, denen habe ich ein bisschen was mitgebracht. Das war's ansonsten. Ich glaube, ich habe jetzt nichts vergessen, aber ich meine nicht. Und jetzt gehe ich erstmal duschen und den Koffer aufräumen. Und mein Koffer sieht aus wie, ich weiß nicht, ich habe da alles reingeworfen. Und ansonsten gleich noch Video schneiden, dass jetzt heute das nächste Video mal online kommt und ihr wieder mal ein bisschen aktueller werdet, sag ich mal.